Ja, liebe Freunde von SV Hildesheim, willkommen zur Rückrunde. Willkommen im neuen Jahr 2014. Ja. Wir sind wieder zurück mit frischem Mut, wie ich gelesen habe, der NGZ entnommen habe. Willi, wir haben ein paar Punkte Rückstand heute gegen VfW Homberg. Wie ist das Fazit der Winterpause? Wir haben ein paar neue Leute. Wie greift man die Situation an? Ja, die erste Frage ist natürlich, darf ich dich noch duzen oder muss ich jetzt siezen? Bist du Millionär geworden in Las Vegas oder hat es nicht so geklappt? Nee, wir sind sicherlich nicht mit leeren Taschen nach Hause gekommen. Oh, das ist gut. Wir können den Kunstrasen nicht alleine bezahlen. Okay. Aber dann bleiben wir beim Du. Wir bleiben beim Du, ja. Ja, wie gesagt, wir haben zwei, drei Neuzugänge. Labuska ist zu uns gekommen, Marcel Spanier ist zugekommen und der Tom Nilgen ist dazu gekommen. Die Vorbereitungsspiele, die ich gesehen habe, waren gut. Da hat die Mannschaft sich richtig reingelegt und das lässt für heute, sage ich mal, hoffen. Ich meine, wir haben dreimal gegen die gespielt, zweimal verloren, einmal gewonnen. Vielleicht können wir heute ausgleichen und dann steht es dann nach gewonnenen Partien 2-2. Hinspiel haben wir auch gesehen. Fand ich jetzt nicht, dass sie so drastisch überlegen waren, wie es in der Zeitung stand oder wie sie sich selber sehen. Finde ich ein bisschen überheblich, was ich jetzt die Tage gelesen habe. Siehst du das ähnlich? Das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und mit dem neuen Mut hier in der Saison, das letzte Spiel im alten Jahr, das konnten wir ja gewinnen in Wesel-Lackhausen. Vielleicht hat das nochmal einen Schub gegeben. Ich habe gehört, es ist gut trainiert worden. Die Jungs sind alle voll motiviert dabei. Und lassen wir mal gucken, was da heute bei rauskommt. Ja, dann schauen wir direkt mal auf die Aufstellung. Ich habe schon letzte Woche gesagt, beim Spiel in Wegberg, dass wir vielleicht da schon die Mannschaft gesehen haben, die ja potenziell heute auf dem Platz steht. Wenn ich jetzt auf den Zettel schaue, Willi, fast richtig. Da lagst du fast richtig, gebe ich dir recht. Vor allen Dingen haben wir hinten in unserer vier Abwehrreihe kommt heute zum ersten Mal der Tom Nilgen rein. Und ich habe ihn schon mal so gesehen und hat mir sehr gut gefallen, hat ein gutes Auge, ein gutes Passspiel. Dann ist natürlich mit Julius Stegmann haben wir natürlich wieder einen ganz guten hinten drin, der auch von hinten ein bisschen dirigieren kann und die Jungs auch mal ein bisschen anspornen. Das ist sehr gut. Dann haben wir den Ötze und Yasunito Sunohara haben wir auf den Außenbahnen. Dann haben wir die Doppel-6 mit Ivan Simic und Selçuk Ehren. Dann haben wir davor die Dreierreihe mit Isi Kacici, Lukas Kociatek und den Anje. Und vorne die Spitze macht der Max Stegmann. So fangen wir heute an. Wie gesagt, du hast recht, Tom Nilgen ist dazugekommen. Ansonsten ist es eigentlich so, die Mannschaft, wie wir auch zuletzt gespielt haben. Okay, ich bin ein bisschen persönlich überrascht, dass der Malte draußen ist. Hat mir immer gut gefallen. Aber ansonsten denke ich mal, ist das eine Aufstellung, mit der wir uns sicherlich nicht verstecken oder nicht hinten reinstellen brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Gut, Malte ist nicht dabei, hast du recht. Aber er sitzt ja auf der Bank und er kann ja immer noch reinkommen. Wenn es eng wird, kommt Malte rein und macht das Ding vielleicht, was wir vielleicht brauchen. Aber ansonsten ist noch von den Neuen, ist Marcel Spanier, der ist auch draußen, aber er ist zumindest im Kader dabei. Gut, ja, Willi. 2013 war jetzt nicht das Jahr, in dem du glorreich mit den Tipps richtig gelegen hast. Wollen wir das vielleicht dieses Jahr mal ändern und mit einem erfolgreichen Tipp beginnen? Ich habe eben schon gesagt, es gab viele Wettbüros in Las Vegas. Ich habe keinen auf dich gesetzt, weil das war mir zu unsicher. Wie oft spielst du die Tormusik heute? Ich hoffe, unsere Tormusik hören wir heute zweimal. Und damit sage ich, mein Tipp, ich lege mich jetzt fest, 2-1 für den SV Hildesheim. Spektakulärer Tipp, Willi. Wir werden sehen, es geht gleich los hier bei bestem Wetter. Im Februar ist unfassbar. Und dann wollen wir hoffen, dass wir die Punkte einfahren und die Aufholjagd weiter fortsetzen. Ne? Wir starten die Aufholjagd und wir greifen an. Danke dir. Danke auch.